Das wollen die sich natürlich schnappen. Okay, weiße. Ja, okay, mal gucken. Mal gucken. Das ist auch so lustig, wie Donkey Kong jedes Set damit anfängt, oder jedes Game damit anfängt, fängt Dash Attack. Also rum zu dashen oder Dash Attack zu machen. Okay, also jetzt im Moment sieht es nicht so gut aus. Nee, das sind schon 106%. Das ging fix. Oh, oh. Ah. Okay, okay, nice affair. Oh. Oh, oh. Oh, lebt noch. Oh, und? Okay, keine okay, okay. Keine, das oh, oh, beide! Beide, einfach beide. Oh, ich dachte, der springt einfach auf seinen Kopf. Was ist das gerade? Das ist Squad Strike 5v5. Kennst du doch auch noch, oder? Also ist ja Smash-Modus. Das heißt, man kann sich 5 Charaktere wählen und dann spielt man Smash. Yay. Aber ja, auf jeden Fall. Und das jetzt das Final, Grand Final? Was ist das? Ist das Losers Final? Losers Final ist jetzt gerade, okay. Ach so. Alter, was ist das gerade? Ist ja wohl sowas von... Da war Raum zum Interpretieren halt noch in der Aussage oder Frage. Ja, ja, das ist Losers Finals. Ja, auf jeden Fall. Hey, das war eine gute Erklärung. Ich meine, für diejenigen, die nicht wissen, was Squad Smash ist, war es die beste Erklärung, die wir liefern konnten. Genau. Also, vielleicht wusstest du was, nur zuverlässig wusstest du was es ist. Vielleicht konnten wir dir damit ja helfen. Ja, genau. Beißel gegen Fuegoelo. Kämpfen jetzt hier gerade um die Chance, nochmal gegen SDN zu spielen. Boom, okay. Oh, Beißel. Beißel ist das mit Young Link. Ist relativ ausgeglichen noch. Allerdings, ja, mal gucken. Okay. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass der einen Young Link hat, muss ich sagen. Okay, jetzt sind wir auf Duck Hunt und jetzt kommt die wichtigste Phase. Weil Duck Hunt mit Abstand sein stärkster Char ist. Oh. Oh. Oh, oh. Und Big. Oh, no. Er hat, das sieht man das ja. Das hätte ich nicht gedacht jetzt. Ja, das sieht man gar nicht oft von Beiße. Ah, so hops genommen gerade. Ich dachte, er tradet mit der Dose, aber. Oh. Und spiel mit dir selber. Oh, okay. So, jetzt kommt der Roy. Mal gucken. Muss er mit Roy schon irgendwie was bekommen hier an der Edge. Man muss jetzt hier echt versuchen, dass Bison nicht in seinen Play kommt. Oh oh. Down Smash. Immer noch am Start. Es geht immer noch weiter. Aber das ist ja eigentlich die perfekte Chance für Bison, ein paar Twitter-Kombos zu bekommen. Für nächstes Jahr, ne? Für den 34. Genau, für den 34. Oh. Okay. Ja, okay. Out of Shield, up B. Hat sehr gut funktioniert hier. Und jetzt Last Stock gegen Last Stock. Ja, Last Stock gegen Last Stock, aber mit Main. Mit Main gegen super weirder, komischer Char, der vor 25 Jahren mal irgendwann gespielt wurde von Beißel. Also Banjo ist wirklich so, die Leute waren komplett gehypt, als er da war. Die haben sich die K-Rool gewünscht, die haben sich Banjo gewünscht. Ja. Wer spielt den heute noch? Also gerade Banjo. Niemand. Dabei haben die den echt auch cool umgesetzt. Voll. Also das Publikumsliebling gewesen. Alle haben sich gefreut, als er dann revealed wurde, definitiv. Aber ja. Aber jetzt im Moment, das könnte Beißel tatsächlich schaffen. Also gerade so diese Edge-Situation mit der Side B von... Oh oh, da kommt der Wendering. Noch 3 Stück einfach. Oh mein Gott. Oh. Oh, das hätte sein können. 150 Max Rage. Max Rage jetzt gerade und schon wieder ein Wonder Wing getrifft. 3 von 4 haben getroffen und Becker wird getaggt. Ja. Und. Oh.
ganz, ganz knapp gerade. Und auch ein paar Bomben raus. Und das war's! Oh, Wonderwing! Oh, heftig gerade von Bison. Er ist nicht nur big in Japan tonight. Nice. Hallo? Das hat crazy gut funktioniert am Ende. Nice one. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so enden wird, aber crazy Nummer. Sehr schönes erstes Spiel hier von Bison und Fuego. Oh, sehr schön. Pokémon Stadium 2. I love it. So, give it to me. Was spielt ihr jetzt? Also, wir haben hier schon mal Fox. Fox muss auf jeden Fall drin sein und dann mit viermal Random gehen. Oder ist es doch Fiverr Random? Wir haben hier Random Matches. Oh, da kommt doch noch Random. Ah, schön. Schön, schön, schön. Ja, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Inkling, Zelda, Simon. Zero Suit. Nice one. Boah. Also immer, wenn ich so das Line-Up sehe von Random Squad Strike, denke ich so, oh. Also ich hätte damit wahrscheinlich ungern gespielt. Mehr mit links als mit den rechten. Ja. Ich weiß nicht. Also wenn ich Weed Fit schon sehe, denke ich mir so, Ja, ich weiß, aber kennst du die Favorite Yoga Position von einer Weed Fit Trainerin? Nee. Yoga Nadari. Das verstehe ich nicht. You're gonna die? Yoga, oh. Wegen You're gonna die, weißt du? Okay, ich lasse es ja noch mit den Witzen, die werden nicht besser. Alter, aber Fuego Elo zerstört schon ein bisschen mit Simon und Richter, aka Oliver Kahn und Richter. Oliver Kahn? Das will ich erzählen, dass es nicht Oliver Kahn ist, sondern links. Oh doch, das ist Prime Oliver Kahn, ich sag's dir. Ja. Der fängt gleich an rumzuschreien. Mit langen Haaren noch, genau. Ja, richtig. Dennoch schön mit der Cap oben auf. Heftig. Alles blablabla. Oh? Nee, das war nicht. Ein anderes. Effenberg. Ja, vielleicht sieht er aus wie eine Mischung von den beiden. Ja. Oh oh. Oh, kein F-Smash. What? Wie bei der Downtrain. Okay. Ja. Dann wie hat fast da gemacht, ja? So, jetzt halt. Wundervolle Stage treiben und dann mal gucken. Okay, weißt du also doch noch mit dem ersten Stock. Links vorbeigezogen, rechts. Dann getreten, genau. Einfach ins Gesicht. Richtig fies. Okay, also die Sheet, ja. Okay. Das ist halt ganz gut, aber da reicht natürlich einiges bei Mewtwo. Nürnberger zum Beispiel, ja. Ja, ja, voll. Ja, schade. War eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, jetzt mal gucken. Also, ich bin mir sicher, bei den Charakteren... okay. Das geht weiter. Oh, weißt du was? Ich guck mir das einfach an und lass das unkommentiert. Okay. Ja, weißt du, wie das geht? Wir gucken da gerade. Das ist heftig. What? Das war schwächer als gedacht. Oh, okay. Ja, das ist gerade nicht so gut leider mit dem Downtail. Das ist keiner von den Ryu und Ken. Oh. Ja, was killt jetzt, ne? Ja. Ja, Terry ist auf jeden Fall auch ein Charakter. Man profitiert, wenn man weiß, wie es im Originalspiel halt auch mit den Kombos dann halt funktioniert. Von den, ich sag jetzt mal, ganz kontrovers Shotos. Ne? Turnaround-Charakter. Mit Abstand würde ich behaupten, der leichteste Charakter zu spielen. Tatsächlich. Wirklich nicht so schwer, wenn du dich da reinfuchst. Den hätte ich heute spielen sollen. Warum ist mir das nicht... Terry. Hätte ich nicht Terry spielen müssen. Okay, wir sehen das Zelda Ditto. Wow! nee, das war Tim. Der das gespielt hat. Mal gucken. Ich kann mir schon vorstellen, dass die schon wissen, wie dieser Charakter zu spielen ist. Eigentlich ist das ja auch ein relativ ähnlicher Charakter wie Duck Hunt, oder? Oh, die Fairs. Duck Hunt?
Ja, also so von wegen immer ein Projektil draußen haben und sich dahinter verstecken und ansonsten nicht so gut sein. Ja, okay, gut, wenn du so hinlegst, oh, wow, auf jeden Fall. Ja, dann verstehe ich, was du meinst. Okay, also Beißel schafft für den ersten Zug zu holen, aber oh, das war schwach. Sauer Spot. Oh. Hm, too greedy, und jetzt sind wir wieder bei zwei Stocks, ist schon immer wieder komplett ausgeglichen. Oh oh. Hackman. Waka waka. Ach, den hat er doch aber auch gespielt, aber das war in Smash 4. Ja, mit dem wird er aber schon spielen können. Also mit Pac-Man wird er schon spielen können. Ja, da hat man schon einige sehr coole Reels gesehen, was man mit Pac-Man für ein Combo-Management haben kann. Definitiv. Und Fuego Elo kennt auf jeden Fall auch Inkling von Belcampo. Mhm. Mal gucken, ob das hier noch in eine dritte Runde geht. Okay. Ein paar Kirschen. Hier auf dem Wochenmarkt. Kirschen gerade komplett underrated. Jetzt gerade, wenn es heiß ist, einfach Joghurt nehmen, einfach Joghurt und da Kirschen reinschneiden. So heftig. Sehr schön, so kalter Joghurt. Oder? Ja. Jawohl. Aber Kirschen nur entweder vom Wochenmarkt oder vom türkischen Markt. Nicht aus dem Laden. Nee, boah. Viel zu teuer und viel zu schlecht. Ja, irgendwie fehlt da auch der fruchtige Geschmack. Mhm. Irgendwie ein bisschen westlich. Okay, jetzt glaube ich, dass Fuego das auf jeden Fall holt. Jetzt kommt der Wii Fit Trainer. Also die Wii Fit Trainerin. Ist halt so, boah. Das ist dann doch ein Charakter. Ich finde, der ist sehr unintuitiv. Ja. Okay. Er muss einmal tief durchatmen. Boah, er denkt nicht dran, tief durchzuatmen. Oh, oh, aber kriegt okay, trotzdem. Aber kein tief durchatmen? Super, das war der verprügelte Inkling. Fortgeschrittene Yoga-Position. Oh, da. Okay, Deep Breath ist da. 28% einfach mit dem voll aufgeladen. Ja. Leider. Wow. So, aber es ist even. Da könnte das jetzt hier schon für sich entscheiden. Suit. Auch sehr cool. Ja, das feier total. Ich schon. Eigentlich fast in jedem Smash. Doch, in jedem Smash. Das war heftig. Das wird er nochmal machen bestimmt. Ja. Noch ein bisschen rumliegen. Ein bisschen planken. Geil. Wie gefällt euch die Player-Cam, Leute? Wir haben die jetzt mal unten und in ultimativ 4K. Ja, also schon. Die Back-Air! Einfach so weggeschnappt. Okay, damit geht's nochmal in die dritte Runde. Let's go, bitte random match. Ja, so langsam müssen wir ans Ende kommen. Mhm. Ich würde sagen, oh, wir haben schon 14 Uhr. Das Game lassen wir noch laufen und dann, oh, jetzt machen die wirklich noch random, ja. Ja. Wie eben. Und dann ist halt SDN, ne? Der wird, egal wer jetzt ins Finale kommt, das wird eine schnelle Nummer. Mhm. Aber ich würde ihm einmal sagen, dann zwischen den Sets, dass das dann doch nur ein Best of Three wird am Ende. Ja. Ist immer ein bisschen schade, aber wir wollen ja auch nicht Singles zu sehr hinauszögern. Nee, genau, richtig. Was haben wir hier? Hä? Auch wieder so komplett. Das ist doch Morten, ne? Oder? Morten, ja. Und Kazuya, wir haben zwei richtig nice Beat'em-up-Character in einem Set. Wusstest du, dass Roy der einzige Char ist, den es zweimal gibt in Smash? Wieso? Ja, aber einer von den Inkling, von den Koopalingen heißt auch Roy. Zwei Roys in Smash. Das ist der mit der Sonnenbrille, glaube ich, gewesen, ne? Statistisch am häufigsten vertreten. Okay. Ja, das hatten wir letztens ja auch halt zum Post gehabt, dass wir gesehen haben, Duckhunt gibt es ja nicht nur als Spielcharakter, als Name, sondern auch als Stage-Name. Also auch zweimal Duckhunt so. Oh. Okay, was passiert hier? Aha, SD. Hit. Oh, I don't know.
könnte schwer für Beiße werden hier. Mit den ganzen Shotos noch. Wobei mit Charakter mit Bogen und Schwer kennt er sich ja aus. Eventuell spielt das hier ein bisschen. Wer ist der Linke nochmal? Beile. Mhm. Ja, ich meine, kann man schon mal vergessen. Er sieht schon auch schon ein bisschen aus wie so ein generic Fire Emblem-Charakter. Ja, total. Und es gibt halt einfach gefühlt 217 Fire Emblem-Charaktere mittlerweile. Und wenn du keins gespielt hast, richtig, dann blickt man irgendwann auch nicht mehr so unbedingt durch. Aber man muss dazu sagen, Fire Emblem ziemlich gut. Also ist ein gutes Franchise. Das ist ein Taktik-Game. Ja, es ist Turn-Based RPG. Ja. Also, es ist schon, das macht schon ziemlich Spaß. Du baust halt praktisch mit deinen Einheiten erstmal eine Beziehung auf. Also, dass du sie kennst und so und magst. Ja. Und dann irgendwann geht's halt zum Schlachtfeld und dann hast du die vielleicht auch mal als Gegner. Und also basically du hängst emotional an den Einheiten und dann tötest du sie. Und dann kriegen die so eine Szene wie so ein Dreckfall. Oh nein, ich wollte doch noch so viel tun. Oh nein. Und dann sterben die und denkst du, holy shit. Okay, also so ein richtiges JRPG. Ja. Also, okay, alles das klar. Das ist cool. Ja. Also das Team kannst du dir vorstellen, ne? Es ist halt so Ritterkram. Mit noch so Magic und Drachen und so dazu. Okay, und dann so Steinschere Papier. So Kavallerie gegen Bogenschützen gegen. Ich glaube ja. Fall, ja. Okay. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube schon, ja. Das ist ja eigentlich so immer, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, Kasu ja auch sehr witzlos, wenn man nicht weiß, wie man ihn spielen soll. Definitiv. Der hat so 10.000 Moves. Oh, guck mal, Beißer weiß gar nicht, was er benutzen soll. Er wird Zeit, wie sage ich. Ja, weil er rot leuchtet. Nimm da mal die Side B. Yes. Okay. Okay, der Command Grab funktioniert halt richtig gut dann in diesem Moment. So, jetzt muss er aber noch ein bisschen. Okay, Hero. Auch noch in dem richtigen Skin. Ja, also Beißer muss jetzt. Vom einen auf den anderen oder vom einen auf den anderen Stock muss er jetzt ein Profi werden mit Kazuya. Mal gucken, vielleicht schafft das ja. Aber er sieht noch ein bisschen lost aus. Aber er tritt ihn. Also sein Kazuya sieht aus wie mein Kazuya in Tekken 8 gerade. Definitiv. Ja, wieso spielst du das? Ich hab's mir geholt. Aber es ist halt, du musst halt richtig hart grinden, damit du irgendwie ein bisschen was auf die Kette bekommst, ne? Und ich habe das jetzt erst seit einer Woche. Also von daher, es ist einfacher mit Eddie in Tekken 3, gebe ich Oh, okay. Wo man so auf dem Boden liegt und sowas. Ja, genau. Und einfach nur Spam und irgendwie Combo und alles ineinander. Tekken 3 war insane. Ja, total geil. Oh, und voll durchgeschildert, aber dann nicht den F-Smash hinterher. Er hat getauntet, stattdessen nur noch ein Taunt. Was passiert hier? Ich weiß das auch nicht. Ja. Was mache ich hier? Welche Tasten machen was? Und direkt dahinter noch der Ken, aber die Backer trifft. Okay, jetzt kommt Luigi. Mal gucken, ob er die Combo kann. Down Throw, Down Air, Nair, Down Air, Nair, Down Air, Nair, Down Air, Nair. Oh! Aber eine Chance haben wir nochmal, das zu sehen. Oh! Okay. Oh. Ja. Ken Masters. Yeah. Ken Masters. Das ist Beat 'em up-like. Karate Chops auch hier von Luigi. Ja, stimmt. Und Rugen, aber ohne den richtigen Input. Das killt dann noch nicht. Kein Feuer für ihn. Wenn man das mit dem richtigen Input macht, dann kommt der Feuer. Ah. Ja, ich kann den nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Oh! Okay. Der Abbi hat's geregelt. Und Fuego Elo hier mit seinem besten Sieg jemals. Ich frage mich, ob das auch aufs PR zählt, wenn man das automatisch macht.